große Körper, heiße Feger, verrückte Kostüme. Das ist die Rosa-Wölkchen-Sitzung 2015. Seit 2011 gibt es die Faschings-Sitzung der etwas anderen Art. Doch statt Helau gilt hier ein anderer Gruß. Gay is straight! Sehr schön. Unter dem Motto traditionell, originell, homosexuell feiern hier Lesben, Schwule und Heterosexuelle gemeinsam eine große Party. Und zwar ganz in Rosa. Das sollen keine Trennungen sein, keine Grenzen, also freiwilliger Kostümzwang, alles in Pink. Und dann hinterfragt man, guckt euch um, ja? Sieht da eine extra schwul aus oder extra lesbisch oder hetero? Ja? Es spielt keine Rolle mehr. Auch hochrangige Politiker haben sich diesen Termin im Kalender schon lange mit einem dicken rosa Stift angekreuzt. Auch wenn bei dem einen oder anderen das Rosa dann doch etwas dezenter ausfiel. Hessens Gesundheitsminister Stefan Grüttner schmiss sich dafür ordentlich in Schale. Der ganze Anzug Pretty in Pink, den hatte er extra für den Abend bestellt. Es ist Fasnacht und es ist eine Fasnachtssitzung und es ist die Rosa-Wölkchen-Sitzung. Also zieht man sich entsprechend an. Und als Gesundheitsminister ist er hier auch genau richtig. Das bunte Showprogramm sorgte nämlich für jede Menge Erheiterung. Und Lachen ist ja bekanntlich gesund. Der Gesundheitsminister, der sorgt auch dafür, dass man lacht. Selbstverständlich, weil Lachen ist wirklich etwas für die Gesundheit. Und heute ist es dem Motto entsprechend, die Kleidung und alles andere werden wir dann sehen. Aber tatsächlich, man sollte häufiger lachen. Das hält wirklich gesund und fit und macht auch einfach mehr Spaß, als traurig zu sein. Traurig war hier wahrlich keiner. Künstler wie Olga Orange, Gerda Ballon oder Andy Osten heizten dem Publikum ordentlich ein. Auch Jutta von Gerdas kleiner Weltbühne moderierte mit gewohnt derbem hessischen Humor. Die Männer versuchen bei mir ja auch immer so einen kleinen Blick zu erhaschen. Er guckt auch schon wieder so ganz unter das Schwänzchen. Schatzi, der sieht bei mir unten drunter nicht anders aus wie bei dir, glaub mir das. Ja, doch im Moment schon. Wenn deiner jetzt so liege wird wie meiner, wird sie nicht so entspannt da ohne sitzen, glaub mir das. Bei all den Lachern hat die Rosa-Wölkchen-Sitzung aber auch einen ernsten Hintergrund. Gerade was die Frage von Ausgrenzungen anbelangt, hat man immer noch viel zu tun und viel zu arbeiten. Und das ist auch ein wesentliches Arbeitsgebiet in meinem Ministerium, dass wir eben gegen Diskriminierungen, gegen Ausgrenzungen arbeiten, für mehr Akzeptanz. Hessens First Lady Ursula Bouffier wurde während der Sitzung noch eine ganz besondere Ehre zuteil. Sie wurde zum Ehrenmitglied der Rosa-Wölkchen-Fasenachter ernannt. Die 500 weiteren Gäste feierten noch bis in den späten Abend. Und eins ist sicher, Rosa-Wölkchen wird bestimmt auch im nächsten Jahr wieder für einen heiteren Partyabend sorgen.